Hallo, liebe Leute und herzlich willkommen hier zum nächsten Video auf Eric goes to USA, dem Kanal, wo es ab und zu auch mal Basketball-Videos gibt. Ich habe schon lange nicht mehr dieses Intro gemacht, weil in letzter Zeit die ganze Zeit englische Videos kamen. Aber dieses Video, dachte ich mir, kann gut und gerne mal wieder in Deutsch sein. Ich habe heute ein wunderschönes Paket erhalten. Leider, und eventuell habt ihr das schon in einem Video gesehen, leider ist es zu spät angekommen. Ein paar Stunden zu spät, es war mega knapp. Aber egal, ist natürlich trotzdem geil, dass das Paket jetzt angekommen ist. Ich werde es jetzt aufmachen, damit ihr mal seht, was drin ist. Vom Titel könnt ihr ja schon sehen, um was es sich handelt. Es sind Schuhe. Oh, Alter, die Box sieht aber schon mal fresh aus von hier. Jetzt ist natürlich die Frage, um was für Schuhe handelt es sich. Das will ich nämlich noch nicht in den Titel packen. So sieht die Box aus. Richtig geil weiß und dann ist, das ist, ich glaube, der ist rot, ne? So ein roter Jumpman drauf hatte ich noch nie so eine Box. Richtig geil. Da, 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 do. So. Roter Jumpman, roter Jumpman. In 23. Also schon mal sehr edle, nice Box. Jetzt machen wir das gute Stückchen natürlich mal auf. Sieht fresh aus, Alter. Also als allererstes, liebe Leute, ich habe diesen Schuh bei der Goat App bestellt. Die Goat App könnt ihr euch gerne aufs Handy runterladen und da kann man für ziemlich gute Preise Schuhe shoppen. Also ja, man, Goat App kann ich nur empfehlen. Da habe ich schon zweimal jetzt bestellt und beide Male war es top bisher. So, erstmal richtig geil. Hier steht drauf, 18. März 1995. Das sind die Einbag 10er. Ich weiß jetzt nicht genau die Story dahinter. Ich kann mir nur vorstellen, Jordan hat ja mal, also Michael Jordan hat ja mal für eine bestimmte Zeit so eine Ruhephase eingelegt irgendwie und hat sich fürs Baseball oder Golfen oder irgendwie so zurückgezogen. Keine Ahnung, ich weiß nicht genau, was da los war. Aber auf jeden Fall kam er dann zurück. Und ich kann mir vorstellen, dass das halt damit was zu tun hat, dass die Schuhe irgendwie, die heißen ja I'm back, also ich bin zurück. Und dann dieses Datum vielleicht war das, wo sein erstes Spiel so war, nachdem er halt zurück war oder so. So, und diese Schuhe, Alter, sehen fresh ohne Ende aus. Woo! Hell yeah! Also weiß-schwarz, simple, but nice. You feel me? Und dann hat es so ganz kleine, minimale rote Akzente. Was steht denn hier? I'm back steht hier drauf. Sehr nice. Weißer Jumpman hinten drauf. Bei den Zehnern sind ja auf der Untersohle immer die ganzen Accomplishments drauf, also was er erreicht hat. Zum Beispiel 1986, 63 Punkte in einem Spiel, 87 Scoring Title, 88 Dunk Champion, 89 All Defense und so weiter und so fort. Also da stehen so die Sachen, die Milestones so drauf, die er erreicht hat. Richtig geil, Alter. Ich trage eine Größe 13, beziehungsweise in Deutsch 47,5. Finde ich sehr nice. Und der andere, Alter, sieht auch fresh aus ohne Ende. Also beschweren kann man sich da eher weniger. Mega geil. Ja, Mann, richtig fett, Junge. Ich mach mal noch ein schnelles On-Foot, ne?